Regie, Respekt! Ja, auch. Respekt, geil! Danke, danke. Ah, Sie müssen gerade eine Pause machen, weil ich so fett bin. Können Sie mir jetzt mal erklären, wieso Sie mich hier wegtragen? Willkommen im Jahre 1984, liebe Patrioten. Die Vorwürfe des Plagiats, wonach jede dritte Seite seiner Doktorarbeit betroffen ist, machen die Situation noch brisanter. Mario Vogt hat nicht nur die Demokratie verraten, sondern auch die akademischen Standards, für die er angeblich steht. Die Frage bleibt, wie konnte er sich so unvorsichtig verhalten, besonders in einer Zeit, in der Plagiate schnell ans Licht kommen? Ja, und guten Tag. Ich danke. Ja, habt ihr auch. Ich denke, alle Männer haben hier Eier. Sie haben gesagt, Sie finden das hier scheiße, was hier passiert. Ja, ich sollte lieber auf Arbeit gehen, sollte ich lieber um nützlichere Sachen kümmern, als hier gegen Menschen vorgehen, die, wie soll ich sagen, naja, ernsthaftere Probleme haben wie die da. Also, Sie sagen, Sie gegen Menschen vorgehen. Ja. Was meinen Sie, wofür stehen die Menschen hier auf der Straße? Naja, für Egoismus meiner Meinung nach, für Abgrenzung, für Abschottung. Ja, also Grenzschutz sozusagen. Ja, eigentlich nicht. Nee, Grenzschutz. Gehen wir lieber weiter. Okay. Regie, Respekt! Ja, auch. Respekt, geil! Danke, danke. Nazis abschieben. Schönen guten Abend. Hallo. Kann ich Sie fragen, wohin man die Nazis abschieben muss? Okay. Sie sind ein guter Nazi? Ich bin ein guter Nazi. Sehr gut. Und die Mädels wollen trotzdem nicht mit Ihnen reden? Carsten war sogar noch ein besserer Nazi. Ja. Da war sogar noch in der SA. Ich verstehe das nicht. Einmal schalten die Mädels Schilder hoch, da steht Fuck Nazis drauf. Die Liste von der Bagage. Es ist schön, dass Sie mich verstehen. Sie finden in der Wikipedia. Ah, können Sie mir kurz Ihre Ohren erklären? Warum? Das ist ein Genschmann. Ich bin der Genschmann. Ein guter Nazi von den Maximilian Krahe meinte, es gibt über 200 gute Nazis. Okay. Mindestens. Sehr gut. So hat jeder seinen Platz. Ja, ja, alles Gute. Also, ich weiß jetzt nicht. Dankeschön. Ja. Der gute Nazi hat 10 Euro gespendet. Der gute Nazi hat 10 Euro gespendet, ja? Ja, heute ist Jahrestag von Prag. Sind die Nazis so gut im Futter, dass sie auch spenden können, ja? Na klar, die sind alle gut. 200, ich will nicht wissen, wie die noch leben. Aber ihn haben sie verurteilt, die war 99 Jahre, die Sekretärin. Die ist leider nicht mehr entnazifiziert worden vorher. Sehr gut. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Ich denke mal, ich war ein guter Mensch und wer als Nazi betitelt. Wenn ich Nazi bin, dann müssen die Nazis keine schlechten Menschen gewesen sein. Ja, man spricht ja immer von der Nazi-Keule, ja, dass die momentan auch immer stumpfer wird, je öfter man das benutzt. Wie denken Sie darüber? Ja, Nazi ist für mich nicht mehr das Schimpfwort. Wenn ich als Faschist beschimpft werde, würde mir das schon ein bisschen wehtun, ja, weil die Faschisten sind zurzeit auf der anderen Seite. Oh, die Olympiade ist scheinbar auch vorbei. Können Sie nicht einfach mal mit mir reden, anstatt dass Sie hier die Polizisten, die Pressefreiheit unterdrücken wie die letzten Faschisten? Ah, Sie müssen gerade eine Pause machen, weil ich so fett bin. Können Sie mir jetzt mal erklären, wieso Sie mich hier wegtragen? Ach ja. Ach, Polizei, mir macht das doch hier auch keinen Spaß. Aber Sie sind die letzten Faschisten hier gerade, wenn Sie mir noch nicht mal erklären können, warum Sie mich hier wegtragen. Bleib jetzt bitte hier. Warum? 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 Weil ihr habt es mitbekommen, das Verbotsverfahren, was geplant war gegen die Freien Sachsen oder was angeregt wurde, das war der Anfang vom Ende. Weil wenn man sieht, was im Thüringer Landtag an der Schande vom Donnerstag und am Sonnabend dort passiert ist, was die CDU dort vorbereitet hat, ist eine Katastrophe. Und das ist alles der Anfang vom Verbotsverfahren. Wenn man sieht, die AfD hat eigentlich nur auf die Tradition, auf die Rechte im Landtag gebrochen. Was seit 150 Jahren dort Tradition ist, hat man einfach gebrochen. Vor allen Dingen sind Parteien, die selber diese Rechte genutzt und eingefordert haben und sind jetzt dagegen.
dieses, na, ich nenne ihn immer den Matt Mario, der wirklich aussieht, als ob er einen Hackklotz in die Fresse bekommen hat, hat einen Tag vorher dort die Vollmacht für den Anwalt unterschrieben. Dieses Anwaltsbüro hat natürlich mit den Richtern zusammen, die ersten obersten Richter CDU, der Vater eines Landtagsmitglieds der CDU mit vorne dran, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Dieses Pack, ich hätte fast gesagt, dieses Pack gehört an die Wand gestellt, aber das sagt man ja nicht, weil das ist wieder was, was wahrscheinlich nicht zu den Gesetzen hier passt. Aber sie haben uns komplett verarscht. Man hat es genauso vorbereitet, genauso umgesetzt. Willkommen im Jahre 1984, liebe Patrioten. Da sind wir mittlerweile angekommen. George Orwell, ihr habt das Buch sicher alle gehört oder beziehungsweise gelesen. Ja, ich hatte am Donnerstag und am Sonnabend eine Einladung in ein Erfurter Theater. Und ich kannte das schon. Und als ich rauskam und nochmal zurückblickte, dann vermeinte ich zu lesen Thüringer Schmierentheater. Und so war es letztlich auch mit meinem Eindruck. Ich war ja live dabei die beiden Tage. Und an mir ist der Kelch knapp vorbeigegangen. Ich war bin der Zweitälteste im Landtag. Und wenn der Jürgen Treutler von der AfD ausgefallen wäre, dann hätte ich diese Funktion des Alterspräsidenten übernehmen müssen. Und ich muss sagen, ich war eigentlich ganz froh, dass ich das nicht machen musste. Denn das war eine so peinliche Situation zum Fremdschämen gewesen, dass, wenn man das live miterlebt, das ist furchtbar. Liebe Freunde, in dem ganzen Desaster hier im Land habe ich jetzt mal etwas Schönes. Wir haben heute in unserer Runde ein Geburtstagskind. Happy Birthday, liebe Kerstin, Happy Birthday to you. Hallo, liebe Patrioten, ich möchte heute zwei Gäste begrüßen. Zwei junge Mädchen, die uns die ganze Zeit begleitet haben. Hört ihr mich da hinten, ihr beiden, mit eurem Schild Nazis abschieben? Wisst ihr, was Nazis sind? Ich nenne euch jetzt mal ein Zitat. Hört gut zu, auch die vier Polizisten, die den Kindergarten bewachen. Ja? Ich sage es ungern, weil ich jetzt einen Menschen zitieren muss, der nicht sehr beliebt ist in Deutschland. Der Mann heißt Josef Goebbels. Und der hat 1931 in der Zeitschrift Der Angriff Folgendes geschrieben. Nach unserem Selbstverständnis als NSDAP, also als Nationalsozialisten, sind wir die deutsche Linke. Nichts ist uns so verhasst wie das rechte Besitzbürgertum. Das hat er geschrieben. Und Nazis hießen Nationalsozialisten. Ja? Wenn die recht sein sollen in eurem Verständnis, liebe Mädels, was ihr in der Schule gelernt habt, dann sind das die einzigen Sozialisten weltweit. Die ganzen anderen Sozialisten wie Stalin, Mao, Pol Pot, ja, waren alles Kommunisten und haben mehr als 100 Millionen Menschen auf dem Gewissen. Vielleicht haben euch eure Lehrer das nicht erzählt. Wenn die vier Polizisten mal jemand dranlassen, dann erzählt auch jeder mit euch ganz normal. Ihr braucht überhaupt keine Angst zu haben. Ja? Ihr macht hier eine Schau mit einer Lebenserfahrung, die auf Kindergartenniveau ist. So, danke. Aber mal ganz kurz noch dazu, auch wenn wir alle auf die beiden Mädels schimpfen, ich finde es mutig, was sie machen, dass sie zu zweit neben uns herlaufen mit ihren Schildern. Das ist das ganze Gegenteil von diesem asozialen Pakt da vorne, was vermummt sich hinter Transparenten versteckt, abends irgendwelche Läden und Geschäfte anzünden und beschmieren. Also wissen wir, dass wir am Mittwochabend wieder aufpassen müssen auf unseren Hofwiesenparkplatz vor diesem Gesinde. Also ich habe es den ganzen Weg vor uns bei der Demonstration schon gesagt, lasst die beiden Mädels in Ruhe, es ist mutig. Also dazu muss man schon, ich hätte fast gesagt, Eier in der Hose haben, aber sie sahen wirklich aus wie echte Mädels. Hut ab davor, aber das, was da drauf steht, habe ich euch vorhin schon gefragt, wohin soll man euch zwei abschieben? Ganz ehrlich. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend. Also, ich hoffe, wir sehen uns alle am Donnerstag. Kommt gut nach Hause. Tschüss.
Ich finde das jedes Mal gut. Jedes Mal finde ich das gut. Okay. Und es wird immer besser, aber für uns leider noch nicht so erfolgreich. Und ich wollte gerne in meinem Alter noch ein paar schöne Jahre verleben. Sieht nicht so gut aus, aber ich wünsche es uns allen. Macht Ihnen das Spaß, hier mitzulaufen? Ja, ich laufe seit 4 Jahren schon mit. Okay. Was für eine Meinung haben Sie? Ich habe die Meinung, die alle hier vertreten, okay, dass wir Frieden und Freiheit brauchen. Ich bin Deutscher und ich bin kein Knecht. Okay. Vielen, vielen Dank. Freiheit und für Recht. Der Anmelder der heutigen Veranstaltung. Sind Sie zufrieden mit dem heutigen Abend, Herr Klapp? Oh Gott, da oben. Gott, sieht doch eh keiner. So, vom Burgumst. Hallo. Hi. Zwei Gesichter im Schatten. Genau, sind Sie zufrieden mit dem heutigen Tag? Ja, war doch schön. War schön. Okay. Wir sind jetzt beim Sie, wie förmlich. Ja, wir versuchen seriös zu werden. Okay. Wir versuchen seriös zu werden. Ich bin das schon. Sehr gut. Am Donnerstag ist der Tag der Einheit. Vielleicht, was bedeutet das? Bei uns in Gera ist das Tag der deutschen Freiheit schon seit 3 Jahren. Am 3.10.22 mit über 15.000 Leuten, letztes Jahr mit knapp 3.000. Und wir hoffen, dass dieses Jahr auch wieder ein schöner Tag wird. Natürlich ist überall die Luft raus. Aber nach dem, was im Thüringer Landtag passiert ist, was bei euch in Sachsen passiert ist, kann ich nur allen Leuten raten, kommt am 3.10. nach Gera. Fahrt nicht nach Berlin zum trojanischen Pferd Sarah Wagenknecht. Da kann man nicht hinfahren. Also wer da auf diese Geschichte noch reinfällt, man sieht, was das BSW angerichtet hat in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg. Sie sind angetreten, um die AfD zu verhindern, und sie haben es geschafft. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich an finanzieller Seite, bin ich auch ziemlich dankbar für die 30 Euro, die heute hier gelandet sind, tausend Dank. Ihr könnt mir aber auch einfach Informationen für Veranstaltungen zusenden, oder wenn ihr sagt, da sollte mal ein Reporter ein Auge drauf werfen, schickt es mir einfach in die Weichreite-Infogruppe auf Telegram, oder wenn ihr euch über meine Arbeit informieren wollt, könnt ihr das ganz gerne im Weichreite-Kanal, auch auf Telegram. Meine E-Mail-Adresse ist weichreiter@gmail.com. Könnt ihr natürlich auch gerne Sachen hinschreiben und mich auf irgendwelchen Pornoseiten anmelden, wenn ihr wollt. Ja, schlimm. Schlimm, was manche Menschen machen, ey. Wirklich, wirklich. Ich wüsste gar nicht, wofür man sowas alles missbrauchen kann. Ich bedanke mich trotzdem für jeden, der es ernst meint. Alles Gute, ne? Bis bald. Tschüss. Also ihr wisst nicht, was eine Hakenkreuzflagge ist, Mädels. Eine Reichsflagge ist keine Hakenkreuzflagge. Tatsächlich war die Reichsflagge sogar in den Nazis verboten in der Nazizeit.